gibt die besten Chancen. Immerhin, Marion Prima hat das ganz gut gelöst, obwohl sie den Ball kaum unter Kontrolle hat. Gelingt ihr dieser Heber zum neuen Spielstand von 7-11. Eine Abwehrhand war da offensichtlich noch dran, deswegen Freiwurf für Schwerin. Sie haben es vom Hallensprecher gehört, Julia Kluth sorgte für den nächsten Treffer der Grün-Weiß-Damen, die heute weiß spielen. Mittlerweile steht es 12-7 für die Schwerinerinnen. Das ist doch schon ein ganz schönes Polster, das sie sich hier erarbeitet haben. Auch wenn den Gastgeberinnen durch Anna Haude hier ein Treffer gelingt. Neuer Spielstand 8-12. Ja, die Rückraumreihe bereitet den Landsbergerinnen doch viel mehr als erwartet. An sich hatte man sich vor allen Dingen auf die Aktionen der gefährlichen Außen eingestellt. So wie eben von Marie Kinscher, aber auch sie verwirft. Und im Gegenzug gelingt Janine Hetzer das 9-12. Sehr schön. Eben hat Marie Kinscher gezeigt, was sie drauf hat. Nächstes Tor für Schwerin, neuer Spielstand 13-9. Kurioser Treffer. Torschützin Marion Prima mit der Nummer 10. Neuer Spielstand 10-13. Antje Thormann sorgt fürs nächste Schweriner Tor. Jetzt geht's noch ratzpatz. Wieder Janine Hetzer mit ihrem zweiten Treffer. 11-14 der neue Spielstand in Altlandsbach. Ja, Sie haben es gesehen, meine Damen und Herren, Wendy Künzel wurde geschickt freigesperrt und erzielt ihren nächsten Treffer. Spielstand 15-11 für die Gäste aus dem Norden. Ein
allerletzter Sekunde. In allerletzter Sekunde ist Alter Hauder sehr wachsam. Verkürzt noch einmal zum 12:15. Mit diesem Spielstand gehen die Mannschaften auch in die Kabine. Da werden die beiden MTV-Trainer sicher einiges zu sagen haben. Beide MTV-Trainer sage ich ganz bewusst, weil wir hier ein gleichberechtigtes Pärchen nebeneinander haben. Wenn man es hochtraben will, so ähnlich wie der Herren-Nationalmannschaft Schwedens. Die Trainer sind Eveline Sellert und Frank Olszewski. Eveline Sellert wird den etwas älteren unter uns Zuschauern vielleicht noch sagen. Sie war mal in der DDR Nationalspielerin, hat 25 Länderspiele gemacht, war WM-Teilnehmerin 1982 in Ungarn, spielte viele Jahre beim TSC Berlin in der großen Mannschaft mit Christina Richter, Roswitha Krause, Evelyn Hübscher, gewann Titel und Europacups. Hier versucht sie, die jungen Mädels auszubilden, mit dem Ziel, vielleicht die eine oder andere doch mal in die erste Mannschaft des MTV führen zu können. So, wir haben uns ein bisschen Pause verdient und melden uns mit dem Anwurf wieder. Ja, meine Damen und Herren, wir sind immer noch in der Erlengrundhalle in Alt-Landsberg vor den Toren Berlins. Der MTV Alt-Landsberg, der heute Grün-Weiß Schwerin zu Gast hat, ist ja ein sehr traditionsreicher Verein. Im vergangenen Jahr hat man das 150. Jubiläum gefeiert, ist damit ältester Verein des Landes Brandenburg, da ist man sehr stolz drauf, und in diesem Jahr gibt es schon das nächste Jubiläum, und zwar 90 Jahre Handball hier in Alt-Landsberg. Wie gesagt, die erste Frauenmannschaft spielt in der zweiten Bundesliga, die zweite Frauenmannschaft in der Oberliga Ostsee Spree, die erste Mannschaft der Männer spielt ebenfalls in der Oberliga Ostsee Spree. Da gibt es eine ganze Menge zu sehen für die Fans hier. Und eben hörten wir den Anpfiff zu den zweiten 30 Minuten beim Spielstand von 15:12 für die Gäste aus Schwerin, die auch im Angriff sind. Ja, wenn die Künze war nach schönem 1-1-Ansatz noch gescheitert an Torhüterin Maika Noack. Aber der Nachwurf brachte immerhin diesen 7 Meter ein. Den Wendy Künze verwandelt. Neuer Spielstand 16:12 für Grün-Weiß Schwerin. Abwehr gegen Marion Prima. Ja, das passiert schon. Im Kampf Frau gegen Frau geht es eben nicht zimperlich zu, aber ich glaube nicht, dass da ernsthaft was passiert ist.
Freiwurf geht's weiter. Naude versucht wieder das Spiel schnell zu machen. Silvia Gehrig, Rückpass. Ball landet auf rechts außen und schöner Heber von Jasmin Weise. Sie verkürzt auf 13 zu 16. Nächste Spielunterbrechung. Diesmal hat Sven die Künstler erweckt. Erwischt. Erweckt nicht. Sie schläft dann nicht. Im Gegenteil. Sie ist hellwach. Tolle Spielerin. Aber Schwerin hat ja auch große Ziele. Man möchte in die dritte Liga zurück. Und scheint auf einem guten Weg zu sein. Allerdings, ich habe vor dem Spiel auch mit Andreas Bartlau, dem Trainer, gesprochen. Wenn das klappen sollte, müsste man sicherlich noch etwas für den Kader tun. Ihn auch zahlenmäßig etwas verstärken. Wie gesagt, heute ist man mit nur 9 Spielerinnen nach Altlandsberg gereist, aber die schlagen sich prima, auch wenn Silvia Gehrig hier für Altlandsberg das nächste Tor gelingt. Neuer Spielstand 14 zu 16. Konterchance für den MTV. Anne Rubenland holt sich den Ball noch, aber es muss neu aufgebaut werden. Sie hören es, die Stimmung in der Halle ist gut. Das liegt auch daran, dass Grün-Weiß ein paar Fans mitgebracht hat.